Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Last Epoch mit dem 0.9.1 Update. So, ich mache ein bisschen lauter, aber nicht allzu sehr. Ich will ja eher die Stimme ein bisschen euch zeigen. Das Game, ja, es ist schon cool, wenn es auch ein bisschen lauter ist, aber es ist meisten Leuten zu laut und manchmal ein neues Spiel oder so ist. Bei mir auch manchmal noch ein bisschen. Ich schaue aber immer sehr gut, ob der Ingame Sound nicht zu laut ist. Soll lieber ein bisschen zu leise sein. Weil eben du hörst manchmal dann auch die Redner auch nicht so. Ich bin immer so einer, der ein bisschen dann auch weniger motiviert ist zuzuschauen. Ich bin nicht einer, der immer schnell weggeht von den Livestreams und Let's Plays. Ich schaue die meisten Videos immer komplett an, wenn ich überhaupt Videos schaue. Nicht so oft am Video schauen. Weil mir die Zeit fehlt zum Beispiel. Also hier runter müssen wir nicht unbedingt, aber wir schauen hier runter. Wir sind sehr stark, oder die Gegner sind einfach nicht so stark. Jetzt. Die Waffe haben wir gefunden beim letzten Boss. Greif, aber es kann nicht mehr. Das ist nicht so stark noch. Ja. Ich will aber zum Schrein. So. Die Musik ist sehr gut. Macht Spaß, hier zuzuhören. Danke, das sind Sackgas. Gassacke. Die Gassacken sind die schlimmsten Irrtümer. Diese bösen Gassacken. Die Gassacke. Gassackerische. Die Gassacken sind die Sackgassen, die nach hinten gelaufen werden, also wenn man rückwärts läuft. Da hat man die Säben umgetauscht. Ja. So eine Schweinerei. Franco ist böse. Jetzt einfach die Säben. Falsch rum an. Krass, echt krass. Macht Spaß. Ich gehe mal kurz hier runter. Irgendwie haben die Entwickler das gar nicht mehr so gut im Blut, irgendwas zu verstecken, wenn man ein bisschen herumläuft. Ich gehe nicht mit den direkten Weg. Es bringt nicht so viel. Die Kisten droppen ja auch kaum mehr Sachen. Schade, also ja, es ist natürlich auch so ein Problem. Sie verbessern vieles, aber schlechten auch vieles leider. Sind noch nicht so die Entwickler, die wirklich alles perfekt machen. Die meisten Entwickler machen eher Schlechtes, wenn sie halt wachsen. Und deshalb bin ich ja nicht mehr so ein freier Unterstützer. Zum Beispiel Diablo 4 rühre ich nicht an. Ich kaufe es nicht. Ich spiele es nicht aus einem Grund. Blizzard braucht meine Hilfe scheinbar nicht. Und sie entwickeln auch schlechter als andere Entwickler. Also kann ich auch sagen, jetzt zum Beispiel Diablo 4, nö, ich spiele Champions of Regnum und Last Epoch. Das ist Last Epoch, genau. Drago. Genau, nicht, dass das falsch ist. Ja. Gut. Schön. Oh, du hast eine schöne Libelle. Oh. So, zwei Screenshots gemacht. Nein, lass ihn her. Ich brauche ihn noch. Vor allem die Libelle kommt einfach mit. Kann ich nicht die behalten? Ah genau, wenn wir doch schon da sind. Ich will da noch etwas equipen. So. Und das Reit hier. Ah, das Pad. Was wollen wir kaufen? Oh geil, das ist ein Portal. Ein Gecko? Wollen wir einen Gecko kaufen? Oh geil! Oh ja, den Tiger! Das ist wahrscheinlich, die Umhänge tun wahrscheinlich den Ding. Den Rucksack wegmachen. Tiger. Ich liebe Tiger. Schmuse Tiger.
Ah, da oben sind wir jetzt. Darunter müssen wir. Gehen wir dorthin. Ja, wir müssen wieder runter. Ja, wir haben ihn leider nicht retten können. Er ist einfach davon getragen worden. Und irgendwas ist mit den Servern los. Schade. So, was haben wir zur Zeit? 36. Okay. 0 Uhr 36. Ja, wir haben sehr viele Probleme. Entschuldigung. Ja, Hochland. Ja. Die Nierke, okay. Ja. Vor allem heißt Fitz. Fiss. Hot Fiss. Hot Fass. Fiss ist irgendwie aus einem. Als Mission Impossible ist dort ein Fiss? Ich weiß es nicht mehr. Auch der Rucksack sieht irgendwie cool aus. Ich liebe den Rucksack. Aber sieht dort wirklich nicht gerade realistisch aus. Er würde da in dieser Zeit niemand tragen. Ja, liebe Entwickler, das müsst ihr ein bisschen motivierender machen, dass ich das überspringen lasse. Ja, dass ich das vorlese. Auch auf Deutsch. Ich kann nicht gut übersetzen. Mit so schlechtem Englisch. Das habe ich alles selber antrainiert und ein bisschen gelernt. Ach komm, mach mal vorwärts. Dumme Server. Immer überlastet. In jedem Spiel bei Start einer Season immer überlastet. Ja, ich weiß, dass ein Portal ist. Dankeschön, dass die Pets auch so spät kommen. Die Server sind total überlastet. Oh ja, den zweiten Spiel ist noch. Hey, ihm ist doch zwei? Hä? Das habe ich vorher gar nicht gesehen, das zweite. Hey, liebe Entwickler, macht den Unterschied zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund deutlicher. Ich mache Schaden, ich gehe auf Schaden. So. Die Musik ist geil. Eigentlich sollte ich auf Defensive. Eigentlich sollte ich nach dort, wo er schützt, wenn er ganz schadensreduziert gehen. Aber Warpuff macht noch zu wenig Damage und deshalb doch lieber nach links zuerst. Aber später müssen wir ihn so ausrennen. Nicht genutzt. Okay, jetzt sieht man auch wieder, wo das Geschoss eher herkommt. Ja. Aber sie sind jetzt gar nicht so schwierig. Also ein bisschen schneller dann Ballisten. Jo, bei Pass of Exile wollte ich auch mal diese Ballista-Toten nehmen. Das ist nicht die Siege-Ballista, sondern Artillerie-Ballistung gesagt. Aber ich kam nicht mehr dazu, die sind mir ja schon ein bisschen zu weit vorgeschritten. Und in der neuen Season habe ich auch keine Lust mehr zu machen. Es sind viele wirklich gerage-quittet letzte Season. Also diese Season, die momentan läuft. Jo. Und genau. Ja. Also wenn ihr ein Bild habt, der sehr interessant findet und auch ein bisschen stärker ist, ich würde ihn gerne spielen. Also ich habe jetzt ein Bild genommen, denn ich weiß, der ist sehr stark. Ich komme vorwärts, ich kann euch viel schnell zeigen. Aber falls ihr einen besseren Bild findet oder der auch nicht so bekannt ist, könnt ihr das gerne sagen. Oder eben sobald ich besseres Equip habe, kann ich die dann auch spielen, weil sie dann auch besser sind und auch gut funktionieren. Aber das mache ich am besten dann immer im Hintergrund, weil ich doch ab und zu ein bisschen Zeit finde, das Spiel zu spielen, weil es mir einfach während dem Spielen sehr gut geht. Ich bin manchmal doch ein bisschen gestresst vom Spiel, aber es geht mir relativ gut, wenn ich das spiele. Spiele ich das auch manchmal zwischendurch, um ein bisschen fitter zu sein gegen meine Nervenkrankheit. Und jo, dann habe ich ein bisschen Zeit. Ich merke einfach, ich habe jetzt so wieder einen Charakter gemacht, der, ich habe einen Gürtel gefunden, wo Meteore bei Crits ausgelöst werden. Automatisch. Change on Crit. Und da war ich jetzt dran.
bis heute Abend dann ich Pizzeria war, Pizza gegessen habe und dann gelivestreamt habe. Ich habe, glaube ich, fast 4 Stunden Champions Platinum gelivestreamt und ein bisschen. Also, dass die gleichen Gegner, so harte Gegner, kommen, finde ich jetzt nicht so toll. Genau, also es ist, jo, ich habe manchmal beim Hochladen einfach die Lust zu spielen noch. Oder wenn ich gerade nicht aufnehmen kann oder leisten. Ja. War heute ein toller Champions of Rhythm Meister für euch. Ja, für mich eigentlich auch gestern. Aber jo, ich werde wieder öfters Champions of Rhythm Livestream und Last Epoch, wenn es geschaut wird. Es wird relativ oft schnell nicht mehr geschaut bei mir. Weil das Interesse am Spiel vor allem nicht so drin liegt bei den meisten. Und da ist eine Tür links. Soll ich das irgendwie. Das ist ein Gesellschaftspark. Ein Gürtel. Soll ich jetzt durch die Tür dort hingehen? Jo. Hey, da war ich doch. Da war ich doch schon. Mache ich jetzt etwas wieder? Oh nein, liebe Entwickler, ihr habt einfach den gleichen Eingang dort gelassen, oder was? Und ich habe es nicht erkannt. Ach Mist. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit verloren, scheinbar. Ja, lieber doch. Hä? Hier war ich aber noch nicht. War ich hier schon? Irgendwie was mache ich falsch. Die Entwickler zeigen nie an, wo man überhaupt unbedingt hin muss. Ja, hier war ich. Okay, ich habe ein bisschen etwas wiederholt, aber wir haben ja schnell die Gegner gekillt. Der Boss ist so. Was ist jetzt hier wieder verpackt? Ja, endlich. Ach, die Server manchmal. Echt, manchmal denke ich so, die Entwickler machen extra alles nicht Performance-Ding. Hä? Ich kann ja aber hier nicht irgendwie hoch. Ich bin wieder ganz an einem anderen Ort. Haben wir überhaupt eine Übersicht? I cannot do that. Ja. Hier kommen hier durch, aber in dem Gebiet, wo ich vorher zurückging, nicht. Jetzt verstehe ich, dass da keine Einblendung ist. Ich bin manchmal einfach so schwer vor Begriff bei irgendwelchen Anweisungen, du musst dorthin und dorthin, weil ich meistens einfach schaue, was diese Eingänge sind und wenn man sie halt nicht erkannt, die Eingänge, dass man dann plötzlich irgendwo in diesem Spiel, wo es keinen Marker gibt, weil die Entwickler zu faul sind, Marker zu setzen. Also es ist manchmal einfach während der Kampagne echt schwer. Das ist eigentlich während der Manöten dann wirklich super. Schon gelöst, oder? Aber hey, muss das so kompliziert sein, liebe Entwickler? Geht es nicht einfach, jo, einfach? Nicht einfach, einfach, einfach? Hm? Okay, du. Ist okay. Faule Entwickler. Was ist das eigentlich? Liebe Entwickler, was ist das? Ja, jetzt haben wir ein bisschen gelernt, gell? Das ist ja nur kurz. Ging schnell. Aber verdammt nochmal. Früher sagen, ja, wrong way oder so. Es geht irgendwie nicht. Der Entwickler hat zu viel Arbeit. Der Entwickler tut meistens genau viel zu viel wagen und werden dann nie fertig. Also so Sachen wie, ja, du wirst ein Gebiet nochmals betreten oder so, könnte auch vielleicht irgendwie stehen, dass man das checkt. Wo sind die Gegner da oben? Weg da, du
ist der kacke Gegner. Also Ballista-Gegner sind nervig. Die sind nicht irgendwie... Ja toll. Das ist nervig. Auch Ballistas, die automatisch vom Level oder so generiert wurden. Hey, hast du mich... Was machst du da unten wieder? Hey. Und nochmal so eine Blume. Das mache ich jetzt gerade. Ah, dann muss ich auch fern im Kampf. Wenn die Gegner so viel Schaden reißen können im Nahkampf. Kennt ihr das, dass die Entwickler immer Nahkämpfer benachteilen? Der Entwickler hier, Elevendauer, ist genau auch so ein Typ. Es ist verdammt nochmal. Hey, der kommt gerade blühen. Oh, wo hast du? Ah, die kämpfen zusammen, weil sie von einem anderen Gott sind, okay. Da vom Süden die Blume. Und der Avia, also der. Der, wie heißt das schon wieder? Ja, das geflügelte Teil, also der Volkenmensch, ist von der Fresse. Ein Ausblick, genau. Ja, wieso ist Warpuff eigentlich im Grunde genommen so schwach? In jedem anderen Game ist Warpuff, also, ja, Cyclone zum Beispiel oder Wirbelwind, viel stärker. Und in diesem Spiel ist Warpuff anfangs ultra schwach. Bis man ein bisschen gelevelt hat. Bis man ein bisschen gelevelt hat. Weil die meisten Sachen, die starken Sachen, bekommt man erst ganz viel später über, wie zum Beispiel Forge-Weapon. Fortschritt-Weapon, ja. Ah, scheiße, da. Zu nehmen. Ja. Auszuwählen können. Ja. So, Shield Rush. Okay, Warpuff. Das soll ich mehr benutzen. Ich weiß nicht, was ich diesen Mann nehme, was er die Schaden macht. Ja, echt kompliziert, das so nach so einem tollen Geburtstagstag, 25. Mai, dem 26. Mai schon zu sein und ja, ins Bett wollen. Das ist ein bisschen, ja, also es macht mega Spaß. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Und manche Gegner, wie zum Beispiel der Bosskampf jetzt vorher mit den Zweien und dem anderen großen Gemüse, ist mir ein bisschen sehr nervig. So spät. Aber der Entwickler will eigentlich uns auch ein bisschen plagen. Er ist halt auch immer schwieriger machen. Weil die armen Spieler manchmal sagen, oh, das Spiel ist ja viel zu leicht. Sie sind so allergisch gegen zu einfache Gebiete und so. Machen aber die besten OP-Builds, oder? Und dann plagen sie rum, das Spiel ist zu schwach. Wieso ist das Spiel zu schwach, weil du so ein OP Bild ausgesucht hast. Ja, ich kann auch gerne OP-Builds bauen, aber ich nörgle nicht herum. Meine Güte. Mir ist es egal, ob es sehr, sehr, sehr schwer ist oder sehr einfach. Mir ist eigentlich egal, Hauptsache ich kann Spaß haben. Kann nichts davon bauen. Na, vielleicht nehme ich es einfach mit, bis ich es wieder werfen kann. Und nicht mache. Jo, dann müssen wir hin, westlich fahren. Ich finde cool, wie die so wegfallen. Und dann so umfallen. Ich finde das richtig süß. Ich mag gerade okay. Also aufgeschlitzt mit Blut und. Oh, Blut und Morde. Mit Rucksack. Ich hätte gerne mal einen Charakterbild, der nur mit einem Rucksack angreift. So richtig. Den Rucksack, den Gegner hier umschlägt und mega Stun macht und fetten Damage. Nicht so ein Zweihandschwert, das viel zu groß ist. Das sind die Anime-Fans oder so. Also Anime-MMORPGs gibt es doch immer so mega dicke, große Schwerter. Zum Beispiel Last oder Lost Ark. Ja, cool.
coole Grafik, aber viel zu überblendet. Ich mag das nicht so. Ich bekomme echt Augenschmerzen. Was ist das eigentlich? Liebe Entwickler, ratet mal, was ich dazu danke. Halt auf mit dem Mist. Ich habe so langsam die Forged Weapons, glaube ich noch 1 Keypunkt. Und dann müssen wir sie einfach ein bisschen verschnellen, dass ich schneller komme. Minion Damage. Commanders. Ja, jetzt kommen langsam die Minion Damage. Nuts, okay. Bonus. Vielleicht Klatsch. Also zum einen eben super gut, zum anderen eher schlecht. Das erste Feedback ist so gemischt. Bisschen ölig, bisschen salzig. Bisschen ungenießbar, bisschen genießbar. Okay, noch eins. Nein, noch zwei. Nein. Also eins kann ich sagen, das Trefferfeedback und so ist ziemlich stark verbessert worden. Also jetzt sieht man auch das Blut so richtig spritzen, wenn man den Körper verwendet. Und dieser Angriff, der Renegans-Angriff, das ist ein bisschen härter geworden. Hat sich aber nicht so stark verändert. Wird einfach ein bisschen härter. Ja, und die Gegner tun sich irgendwie so ein bisschen mehr fatal, ja, der Zurückwurf, oder, vom Schlag, ist ein bisschen heftiger. Hab ja nur zwei Handwaffe. Ja, ich finde die 5 von Faustisch. Ich hab halt auch immer noch das Auge so ein bisschen für ein paar sehr schlechtere Sachen, ist sehr schlecht, ist es nicht. Aber wenn man so verwöhnt wie ich bin, dann sieht man die schwächeren Sachen auch besser. Ich bin ja Beta-Tester, eigentlich. Die meisten Spiele. Jetzt nicht mehr so. Die Leute werden nicht mehr so gebraucht, die Beta-Tester. Weil hier sowieso alles unfertig auf den Markt geworfen wird. Irgendwie. Jetzt bin ich einfach auch mehr Let's Player. Ja, wenn ihr es mögt, oder? Ich bin natürlich nicht einer, der alles macht, so Thumbnails, mega viel Werbung reinsteckt und so Sachen und die Fans auch ein bisschen nervt. Nein, ich bin ein ganz normaler Spieler, wenn ihr es mögt, könnt ihr gerne auch mehr öfters zuschauen. Dürft immer sagen, wenn ihr irgendwas wünscht oder sehen wollt, ich mach's. Und ja, wenn ich erfolgreicher bin, wird ihr natürlich automatisch viel besser. Viel besser, also. Es gibt viele Let's Player und Livestreamer, die einfach mit mehr Zuschauern gar nicht besser werden. Ich will jetzt nicht einen bestimmten sagen, aber es gibt manche Leute, die werden immer wie nerviger. Je mehr Abonnenten sie bekommen, werden sie schlechter. Dankeschön. Was machen die? Wieso ist eigentlich der Chat wieder an? Also liebe Entwickler, bei einem Aktwechsel, ja, ich glaube, ich bin schon Akt 2. Ne? Aber bei einem Gebietwechsel möchte ich den Chat nicht wieder anhaben. Ich habe jetzt mehrmals schon ausgestellt. Weil ich einfach in den Videos und Livestreams den Chat nicht unten anhabe. Ich bin immer gerne am Schreiben, wenn ich nicht aufnehme. Und jetzt? Ausgewichen. Boah, das war ein Angriff. OP, hätten OP. Aber irgendwie ein langweiliger Kampf. Der ist sehr langweilig, er sieht gut aus, ja. Aber er ist sehr langsam und okay, schon ein bisschen schneller. Die
Angriffe sind nicht so impactful von ihm. Eher optisch, oder? Das ist Anneige, aber dass er keinen Schaden macht mir. Ja, ist gut. Nicht immer Rehen, Krähen. Ja, Physical Resistance ist nicht so wichtig, glaube ich. Ah, da ist der Note. Den können wir direkt ein bisschen kombinieren. Sehr gut. Und... Jo. Oh. Ist das eine eiserne Jungfrau? Nein, einfach so. Ah, da, der Gegner war's. Ja, genau. Ich dachte schon, wo er hingeflogen kam, dass er das ist, wo ihn entführt hat. Ja, jetzt haben wir ihn befreit. Sehr schön, der war ja sonst eigentlich ja recht schlecht designt irgendwo in dieser ersten Stadt. Nach dem ersten Lager. Jo, in Akt 2 ist also der Hauptlager für Akt 1, 2 und 3. Genau. So. Also ja, mir fehlt ein bisschen die Dunkelheit. Last Epoch hat mir halt am Anfang auch immer so gut gefallen, weil es so dunkle Level waren. Die später auch nicht mehr so gekommen sind aus Akt 6. Aber ja, es war mir eher ein bisschen zu viel Arbeit. Ich glaube, da müssen sie noch mal so ein bisschen drüber balancieren und es spannender machen. Aber insgesamt schon sehr gerne gemacht. Ich könnte es öfters machen. Mit auch besserem Equip vielleicht noch. Werde ich auf jeden Fall benutzen, damit es einfach spannender ist. Ja. Und ja, ich dürfte gerne das auch lesen während dem Aufnehmen, also während dem Schauen. Aber ich kann da nicht so gut übersetzen leider. Ich finde es ein bisschen schwer zum Übersetzen. Sie sprechen ein bisschen schwer und langweilig. Haben wir einen Fehler gemacht? Wieso? Also, Entschuldigung? Ja, wir müssen sie schützen, die Shards tun uns in eine andere Zeitebene. Es gibt eben 4. Antike, so ungefähr Mittelalter, Imperial ist wahrscheinlich so Renaissance bis Industriezeitalter und dann gibt es so eine Art ja, Welt, die wirklich kaputt sind, Ruined, also Ruinen, König, Zeitzone, wo halt dann noch die Dunkelheit ist und ja, dieses Void. Was tun wir jetzt? Ja, was? Macht einen Schaden auf. Durch mit dem Schwert doch. Geil! Ich will rein. Nein! Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Das ist überall alles. Ah, das ist vorher schon gewesen. Und jetzt? Ah, es ladet so lange. Es ladet so lange. Okay, ja, jetzt sind wir hier. Also erkennen wir wieder. Gut, also dann mache ich mal einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Vielleicht ja wieder, wenn ihr Lust habt. Ich werde auf jeden Fall so 2-3 Parts jetzt momentan Last Epoch bringen pro Tag. 1 oder 2 Minecraft Parts und ein Railway Empire 2 und ab und zu ein bisschen häufiger wieder Transport Video 2, so 1-2 Parts pro Tag. Aber jetzt morgen, also am Freitag, am 26. Mai 2023 habe ich nicht so viel Zeit, aber Samstag und Sonntag habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit. Wird ein bisschen knapp, weil ich eventuell halt einfach auch ein bisschen halt Sport machen muss. Aber das ist halt einfach meine Hauptarbeit. Und jo, Ding nicht. Let's Play und Livestream, da kann ich nicht genug verdienen. Ich verdiene eigentlich fast gar nichts. Ich muss so viel Geld investieren. Jo. Gut, also dann, ja. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.